Patrick raus, Stefan rein, Andi raus, Aki rein. Hermann auch schon mal weg da hinten. Ihr braucht gar nicht rumzumeckern. Ich bin in den Wechseljahren. Boah, was eine Hitze, ne? Jetzt ist ja eigentlich wichtig, viel trinken für die Gesundheit, ne? Aber nicht so, wie meine Jungs das hier machen. Mein Andi hat hinten in der Hosentasche immer so ein 0,5er Pilzkin, sicherheitshalber. Ich habe letztens angeboten, so Männer, jetzt machen wir mal alternatives Training. Yoga. Das Motto, verliere deine innere Belastung. Und der Patrick, ja, dafür gehe ich doch kacken. Ja, ich bringe doch so ein Pixie-Kinderbuch raus, ne? Kinderbild von Patrick drauf. Und da steht dann drauf, Patricks erster Bierschiss. Hermann! Psst. Dich lege ich demnächst mal im Supermarkt auf eine Gemüsewaage, damit wir endlich mal wissen, was wiegt denn so eine Vollmöhre? Ja, Trainingsauftakt in Fußball-Bundesliga. 1000 Zuschauer bei Eintracht Frankfurt, die kommen bei uns die ganze Saison nicht. Ah, und dann so ein Riesenhype hier um das Babyface Götze. Ist erstmal so ein Ordner hingegangen, hat ihm Süßigkeiten angeboten und gefragt, ob er nicht Angst hat, ohne Eltern beim Training zuzugucken. Ne? Der neue Frankfurter, der Götze, ey. Oder wie ich ihn nenne, weil er ja jetzt in Frankfurt ist, Johann Wolfgang von Götze. Kann sein erstes Buch rausbringen. Ich mach Druck. Christian, heutzutage ist es schwer, ne, so richtig dumm zu sein, weil die Konkurrenz so groß ist. Ja, und bei den Bayern wird jetzt das Trainingsgelände an der Sebener Straße neu dekoriert. Das Motto bei den Bayern ist wie bei Usain Bolt, alles abhängen. Blickdichte Vorhänge. Ja, blickdicht. Hättest du das zu Zeiten bei Mario Basler und Stefan Effenberg gemacht? Denen sich vor dem Training hätten die sich 5 Masken reingeknallt und hätten gesagt, so Trainer, wie ich so viel gesoffen habe, sehe ich nichts mehr. Jetzt bin ich blickdicht. Ich glaube, ich baue da einfach so eine Kinderhüpfburg an der Sebener Straße auf, damit die Kids zumindest da ein bisschen was gucken können beim Training. Die Bayern gehen mit ihren Fans um, wie man Andi den Haustürschlüssel im Suff verloren hat. Ne? Einfach ausschließen, ey. Und das Highlight an der Sebener Straße, eine Vidi-Wall. Echt so eine riesen, haben sie im Mai schon getestet. Kein Witz, so eine große Vidi-Wall. Ist ja, bei den mickrigen Gehältern, da können sich halt nicht alle Spieler ein Netflix-Abo leisten. Ja, muss sie halt eins teilen und dann... Wenn der Lewandowski reinkommt, spielt sie immer die Titelmelodie von Stranger Things. Ich glaube, ich muss den Typen mal bestechen von der Vidi-Wall. Mal ein paar Inhalte draufspielen. Ailton, nackt, mit der Meisterschaftsschale im Ermüdungsbecken. Und die Wutrede von Uli Hoeneß. Jedes Mal, ihr seid doch, das wäre, ach, wäre das schön. Das machen wir einfach. Fantastisch. Würde ich hier so eine Videowall aufbauen, ey, da würden die Jungs kommen mit Konsolen, könntest die Bälle gleich drin lassen. Der Nagelsmann ist aber nicht dumm, der hat vorgesorgt. Der weiß ja, der C-Virus kommt im Herbst wieder. Dann kann er sich aus der Küche direkt auf den Trainingsplatz schalten. Da ist nichts mit Homeoffice für die Spieler. Nee, die müssen dann mit ihren Karren sich vor der Videowall aufstellen. Autokino-Training. Christian, leider wird unsere Bank gerade renoviert. Damit ist dein Einsatz beim nächsten Mal auf jeden Fall gestrichen. Ja, und Hertha BSC hat einen neuen Präsidenten. Einen ehemaligen Ultra, der hatte Kai Bernstein. Der hat im Olympiastadion ein eigenes Büro, das heißt Bernsteinzimmer. Jetzt wissen wir jedenfalls, wo die Windhorst-Millionen hingehen. Hoffentlich hat sich der Bernstein als Ex-Ultra für die erste Mitgliederversammlung eine gute Choreo überlegt. Und macht seine erste Rede schön hier mit dem Megafon. Ganz Kapo-like. Sieht ein bisschen doof aus, ne? Wenn der Präsident die erste Pyro-Flagge zündet. Ah ja. Verein von innen aufräumen macht vielleicht dann auch mal Sinn, ne? Weg vom Big City Club bei der Hertha hin zu die Mannschaft. Der Name wird auf jeden Fall frei. Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt, Zugvögel reisen mit der Deutschen Bahn. Ihr braucht überhaupt nichts rumzumeckern, ich bin nochmal scheiße. Toll, fängt gut an. So, Aki rein! Nee, raus. Yoga, das Motto, verliere deine innere Belastung. Und der Patrick, ja, dafür gehe ich doch kacken. Ja, und Trainingsauftakt in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt waren zu... Christian, heutzutage ist schon richtig... Christian, wie schnell bist du eigentlich? Mama? Christian, wie schnell bist du eigentlich, du Schnecke? Ich steck dir gleich bei uns im 16er eine Packung Blumensamen in Oh, das war ein One-Take-Wonder. Der war drinne.